Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der Kallebach, die wunderschöne Map vom Kalle, die neueste Map vom Kalle. Und der geübte Betrachter stellt fest, dass wir hinter dem Case eine Erntemaschine aus dem Premium-DLC haben. Und das deutet darauf hin, dass wir in die Gemüseernte gehen. Freunde, ich habe mir echt jetzt hier was aufgebürdet. Aber es hilft nichts, wir müssen los. Wir schmeißen mal den Motor an und dann geht's los. Wir gehen aufs Feld. Und ich hatte nämlich die Idee, dass wir noch das eine oder andere Feld dazu kaufen, damit wir vor allen Dingen auch das eine oder andere helferfreundliche Feld haben. Denn das Feld, was wir ja bei unserem Kuhstall haben, ist jetzt nicht ganz so geschickt. Da habe ich nämlich jetzt auch schon festgestellt, dass der Helfer ein bisschen ein Problem hat. Und ihr seht es hier schon, denn hier stehen ja auch schon Maschinen herum. Und ich fahre mal hier lang und ich habe also dieses Feld, so, wir bleiben mal kurz hier stehen. Ich habe also dieses Feld hier gekauft und da sind Karotten drauf. Ich hatte einfach kein Glück. Und dieses Feld hier nebendran mit rote Beete. Leute, da müssen wir jetzt arbeiten und das Material runternehmen. Natürlich wäre die Option auch gewesen, das Ganze einfach runterzupflügen. Aber ich habe mir gedacht, okay, probieren wir es doch noch einmal hier mit diesen neuen Fruchtsorten, mit dem Gemüse. Und mit dem Fendt hier habe ich also schon angefangen, hier kräftig abzuarbeiten. Da habe ich mir diese Erntemaschine geliehen, die zweireich arbeitet. Aber wir müssen hier natürlich dann, weil kein Bunker vorhanden, mangels Bunker, müssen wir dann hier leider nebenher fahren. So, mit dem Case habe ich dann diese ganz, ganz kleine Erntemaschine besorgt. Die macht ja Paletten, Gemüsepaletten, aber eben leider nur eine einzige. Und das heißt, das wird jetzt eine spannende Geschichte. Ich habe ein bisschen was ausgetestet und letztendlich ist es so, er legt die leider nicht automatisch ab. So, der Einfachheit, Alba, sage ich gleich dazu. Ich habe sowohl den Verkehr als auch die Fruchtzerstörung ausgeschaltet. Ich bin da ganz ehrlich zu euch, denn ich will eigentlich diese zwei Felder hier möglichst schnell abgeerntet bekommen. Das große Problem ist, dass wir jetzt diesen Monat das Zeug nicht verkaufen können. Also wir könnten es schon verkaufen, aber die Preise sind natürlich im Moment im Keller. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Und deswegen muss ich jetzt irgendwo das Material zwischenlagern. Und da kommt natürlich gleich das nächste Problem. So, wo ist denn Karotte? Ist das weiter oben? Lass mich nochmal schauen, wo ist denn jetzt hier die Karotte? Ach, da ganz da unten, rote Beete, Karotte, man sieht es, der beste Monat, Juli, August oder dann im Januar 291 zum Beispiel. Wir sind jetzt bei 136, also das ist ja weniger als die Hälfte. Und im Prinzip können wir es auch nur beim Agrarhandel verkaufen, denn zum Tante-Emma-Laden, oje, oje, da müssten wir dann wieder jede einzelne Palette einzeln hinbringen, weil da kommt man ja schier so nicht hin. Aber wir müssen uns da mal Gedanken machen, denn wie gesagt, der Kollege hier, der bastelt uns ja Paletten und da komme ich dann gleich auf ein anderes Thema zu sprechen. Aber jetzt schmeißen wir das Teilchen erstmal an und dann werden wir hier nämlich den Helfer fahren lassen. Aber das große, große Problem ist und einfach, schlicht und einfach, dass das nicht automatisiert geht. So, ich muss die Hilfe nochmal einschalten, damit ich auch weiß, was Sache ist, denn wir müssen jedes Mal eine Box kaufen. So, ja. Und die kriegen wir ja dann wieder verkauft und dann, glaube ich, kriegen wir sogar ein kleines bisschen mehr Geld. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, da ist kein Automatismus mit dabei. Der Helfer wird also jetzt zwar hier ernten, aber sobald die Box leer ist, müssen wir uns wieder darum kümmern. Also, ich lasse den Kollegen jetzt hier mal starten. Und damit wir wenigstens ein bisschen vorwärts kommen, habe ich mir gedacht, machen wir es so. Und dann müssen wir halt immer wieder mal eingreifen. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. So, jetzt lasst mich nochmal die Hilfe ausschalten, weil da machen wir noch ein schönes Thumbnail. Zack. Wenn der Kollege hier gerade dabei ist. Wunderbärchenklärchen. So, dann die Hilfe wieder ein, denn ich brauche die jetzt hier für den hier. Den schmeißen wir jetzt an. Und ich habe hier mit dem Lizard Truck den großen Anhänger dazu gepackt.
Denn, wie gesagt, wir haben das Problem, dass wir leider in unserem Multifrucht-Silo, und ich weiß gar nicht mal, ob das ein richtiges Multifrucht-Silo ist, dass wir da leider diese Früchte auch nicht reinpacken können. Und jetzt müssen wir also irgendwo das Material zwischenlagern. Und das werden wir hier in diesem wunderschönen Anhänger von der Oma Tanna, der ja eine Kapazität hat von 250.000 Litern. Und dann machen wir da einfach einen Deckel drauf und stellen das Ding irgendwo hin auf den Hof und warten dann, bis wir einen guten Preis bekommen dann im Winter, damit wir das Material verkauft kriegen, damit wir zumindest nicht nur die Mietkosten hier für diese Gerätschaften wieder reinkriegen, denn ich habe wirklich nicht vor, auch in der Zukunft hier Gemüse zu machen. Es ist halt doch ein bisschen ein leidiges Thema. Es ist sehr, sehr aufwendig. Das mag alles für Multiplayer interessant sein, aber wenn man hier alleine unterwegs ist und zwar auf der Konsole, ja, was soll ich dann sagen? Ich glaube, ihr wisst, es ist dann kein fröhliches Spielen. Ansonsten, wenn man natürlich Cosplay oder solche Hilfen hat, dann geht das einigermaßen mit dem Abtanken. Aber hier muss ich sagen, oje, oje, oje. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns da nicht in die Quere kommen, weil der Fendt wird jetzt hier wenden. Und wenn ich jetzt hier tatsächlich auf die Fruchtzerstörung achten müsste, okay, dann wird das Ganze noch komplizierter, noch schwieriger. Ansonsten kommt ja noch dazu, dass natürlich die Ertragswerte jetzt nicht so groß sind, was uns ein kleines bisschen jetzt hilft bei der Palette. So. Aber ich möchte halt, jetzt bin ich nicht ganz sicher, komme ich jetzt da drunter? Ich glaube nicht, Tim. So, jetzt vielleicht. Damit er wenigstens mal zufährt. Ja, okay. So, das ist auch mit den Schleppern nicht ganz so einfach, weil die immer ein bisschen, ja, beim Schalten natürlich dann wieder Speed verlieren. Also das ist alles schön und gut, wenn man halt eben mit kleinen Feldern arbeitet und dann ein paar Karotten macht, dann mag das auch mit der Produktion interessant sein, aber unterm Strich muss man natürlich, glaube ich, feststellen, es lohnt nicht. Es lohnt einfach nicht. Es gibt natürlich diesen wunderschönen Mod mit dem umgebauten Zuckerernter. Ich glaube, es ist ein Rübenernter. Und damit kann man natürlich dann wunderbar arbeiten. Dann wiederum sollte man natürlich große Felder auch haben. Aber das Gerät kostet natürlich auch und das lohnt sich jetzt hier nicht. Na, dann kann man auch ein bisschen modifiziert bekommen mit einem großen Bunker. Der fährt dann auch ordentlich flott übers Feld. Dann kann man das auch ordentlich nutzen. Das haben wir ja in dem Projekt mit der Zilonka ja auch gemacht. Aber jetzt hier, denke ich wohl eher nicht. So, 71.000 und wir müssen uns mal wieder hier aus dem Wege bringen. Wir passen dann oben auf, wie es dann mit dem anderen Helfer aussieht. Und jetzt habe ich natürlich das nächste Problem und da brauche ich eure Hilfe. Ich gebe zu, ich habe hier ein kleines bisschen schon mal getestet und gemacht, denn das mit den Paletten bereitet mir natürlich auch ein bisschen Bauchschmerzen, denn wir haben kein Autoload. Ich finde keinen Anhänger für die Konsole, wo wir mit Autoload arbeiten können, um dann die Paletten, die Gemüsepaletten, wohlgemerkt die Gemüsepaletten. Natürlich gibt es Autoload, um die fertigen Produkte, wie zum Beispiel die Karottensuppe und ähnliches, die natürlich dann zu transportieren. Aber diese Gemüsepaletten, da habe ich keinen Autoload gefunden. Und das heißt, im Zweifel müssen wir tatsächlich dann die ganzen Paletten mit dem Anhänger wegbringen. Und wenn ich das richtig sehe, ist der jetzt auch gerade fertig. Okay, dann fahren wir hier erstmal die Bahn durch. Und dann müssen wir manuell eben diese Palette ablegen. So. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt, wohlgemerkt für die Konsole. Ich habe natürlich einen Autoload gefunden für Gemüsepaletten für PC, aber nicht für die Konsole. Ich habe einiges ausprobiert. Die Paletten werden einfach nicht genommen und es wäre ja wesentlich schon mal hilfreich gewesen, hätten wir so eine Halb-Autoload gehabt, wie wir das ja auch von den Ballen her kennen, mit dem Krone, ich glaube Krone-Anhänger, den wir ja auch haben, dass wir die Paletten dann auf das Gerät stellen und dann wird es wesentlich sortiert. Nee, ist leider nicht.
So, jetzt fahren wir erstmal mit dem hier aus dem Weg. So, und dann springen wir mal rüber und dann müssen wir hier die Palette entladen. Zack. Motor an. Dann müssen wir ein kleines bisschen zurücksetzen. Ach so, ja, jetzt müssen wir sowieso ein bisschen aufpassen. Das machen wir anders. Weil sonst steht uns ja die Palette eventuell im Wege, ne? Ja, wir machen das ganz, ganz anders. Wir fahren die gleich da hoch. Und stellen die irgendwo da oben ab. Damit sie uns definitiv nicht im Wege steht. So. Und dazu müssen wir jetzt erstmal das Ding senken. Nee, stopp, so senken. Dann müssen wir die Palette abladen, rausfahren. Und dann brauchen wir natürlich wieder eine neue Palette, die wir kaufen müssen. Und das Ganze wieder anheben. Und so müssen wir das jetzt die ganze Zeit machen. Ja, wie gesagt, auf der Zielonka hat das eine Zeit lang Spaß gemacht. Aber wenn man halt im großen Stil arbeitet, nee, 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 nee. So, jetzt müssen wir hier unseren Case wieder in die Spur bringen. Man muss auch dazu sagen, dass hier die Geräte auch PS-lastig sind. Also das Gerät oder die Erntemaschine, die wir ja im Moment an unserem Fendt haben, die braucht eigentlich 170 PS und wir haben ja 140 bzw. 150 PS Maschinen. Aber es geht gerade so. So, dann muss man hier auch ein bisschen aufpassen hier hinten, weil hier ist nämlich gleich die Feldbegrenzung, der Feldrand. So, aber der Case macht es eigentlich ganz, ganz gut. Der wendet relativ und kommt auch wieder gut in die Spur. Also insofern kann das, funktioniert das ganz gut mit dem Helfer, aber wir müssen halt wieder, wie gesagt, immer wieder mal Hand anlegen. Was jetzt auch nicht ganz so schlimm ist, weil dann können wir in der Zwischenzeit natürlich die Paletten verladen. Aber ich muss dann halt eben gucken, wo ich dann die Paletten wieder unterbringe. Denn verkaufen können wir die ja erst im Dezember, jedenfalls lukrativ verkaufen. Vorher macht es eben alles wenig Sinn. Ja, da habe ich mir was aufgebürdet. Aber wie gesagt, wenn wir dann die Felder aufbereitet haben, dann können wir hier auf jeden Fall gut mit den Helfern arbeiten und haben dann eben zwei schöne zusätzliche Felder hier direkt am Hof. So, Dele. Und dann haben wir auf jeden Fall auch gut zu tun. So, ich bin mir also nicht sicher, wenn der dann drüber fährt, ob dann wirklich die Möhrchen verloren gehen. Also wenn wir wirklich nicht mit dem Kipper drunter stehen. So, Dele. Und dann wieder über Nachbarsfeld, aber da ist gepflügt. Insofern kein Problem. So. Ja, vielleicht noch zwei, drei Bahnen, dann sind wir soweit durch. Dann können wir uns dann voll und ganz natürlich auf den anderen Kollegen konzentrieren. Und dann, wie gesagt, mit dem Teleskoplader die Paletten einsammeln. Hm. Da wollte ich mir halt auch ein bisschen die Arbeit natürlich ersparen, denn das ist ja hier echt ein abendfüllendes Programm. Aber ich habe keinen Autoloader gefunden. Na, vielleicht habt ihr da mehr Glück. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das würde mir hier jetzt echt helfen. So. Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Dass man hier auch richtig dran bleibt. Und dass er die Karotten hier nicht aufs Feld wirft. So, wie viele Bahnen haben wir denn noch? Ja, eventuell müsste er sogar tatsächlich jetzt fertig werden. Ja, man darf halt eben nicht vergessen, das ist halt der, der am schnellsten arbeitet, weil er eben zweireihig arbeitet und die alle anderen Ernter arbeiten nur mit einer Reihe. Da zieht sich's dann natürlich extrem, denn man kann ja schlicht und einfach die Reihen mal durchzählen und dann weiß man, wie lange man braucht.
So, wenn wir dann hier soweit durch sind, dann werde ich dann auch den Case, die langen Bahnen, fahren lassen. Aber mir war es halt wichtig, dass auf jeden Fall hier hinten... Ja, dass er hier hinten genügend Platz hat zum Wenden. So, dann schauen wir mal, ob das dann tatsächlich die letzte Reihe ist. Mein Alternativ hätte ich logischerweise vielleicht noch einen zweiten Anhänger mir mieten können. Wäre vielleicht auch die clevere Variante gewesen, denn den Anhänger können wir jetzt schlicht und einfach irgendwo hinstellen. Wie gesagt, die Plane drüber ziehen und dann den Anhänger irgendwo hin. Aber auf der anderen Seite kriegen wir natürlich beim Tante-Emma-Laden ein bisschen mehr Kohle. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Paletten das werden. Dann werden wir vielleicht die dann doch zum Tante-Emma-Laden bringen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mal diese teure Maschine hier aus unserem Leihstatus bekommen, um natürlich Geld zu sparen. Ob wir dann unterm Strich wirklich was verdienen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass wir dann dieses Feld haben. Sodele, ich glaube, der hat tatsächlich die Arbeit erfolgreich beendet. Wir schauen mal. Soweit ist hier nichts mehr. Wegen den zwei Dinger machen wir hier sowieso nicht rum. Also, dann gucken wir nochmal aufs Kärtchen. So, das müsste doch jetzt angezeigt werden als abgeerntet. Ja, hervorragend. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass wir hier durch sind. So, wie viel haben wir jetzt? 80.000 Liter. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, mit was dürfen wir denn hier rechnen? Karotten, bester Preis, 380.000, also 3000. Tausend Liter bringt 300. Naja, dann sind es gerade mal 24.000, oder? So, ein bisschen Umweltbonus werden wir ja vielleicht... Kriegen wir denn schon Umweltbonus? Ah, nee, da kriegen wir noch gar nichts. Ja, okay, also das wird nicht die Welt werden. So, wir stellen den mal hier zur Seite. So... Dann den hier können wir eigentlich direkt abstoßen, oder? Ja, den stoßen wir direkt ab. So, geliehen, Gemüsetechnik. Das war eben der GK2S oder wie auch immer er heißt. 170 PS braucht er. Aber fährt halt doch mit 10 km/h übers Feld und mit 1,50 m, während der andere Kollege ja nur mit 8 km/h und 0,8. Also das ist schon deutlich langsamer, aber dafür brauchen wir auch nur einen kleinen Schlepper. Okay, der hier wird zurückgegeben und weg damit. So, dann ist er natürlich gerade wieder voll. Ist logisch. Und jetzt überlege ich gerade. Ja. Ach so, stopp. Okay, absenken. Dann entladen. Rausfahren und wieder aufnehmen. Und natürlich eine Palette kaufen. Ja. So, ich denke, wir haben da hinten jetzt genügend Platz. Dann lassen wir den jetzt hier am Rand fahren. Passt das? Ja, ich denke, das sollte so passen. Okay. Das heißt, wir holen mal den Telelader. Ja, jetzt bin ich echt am Überlegen, wo bringen wir die Paletten hin, wenn es zu viele Paletten werden? Weil hier haben wir natürlich jetzt unseren Anhänger, unseren Drehschemel von Krone. So. Können wir auf jeden Fall mal hier hin dranhängen. So, und dann fahren wir mal zum Feld und dann werden wir das Ganze mal antesten. Huch.
Ja, der Fendt hat noch Pflegebereifung drauf, aber ich denke, es wird trotzdem gehen. Aber ich muss mir echt Gedanken machen, was machen wir, wenn das Ding voll wird? Wir haben ja dann keinen Anhänger auch, den wir nutzen können. Dann ist das Ding vollgepackt. Aber ich meine, es ist Oktober. Da passiert sowieso nicht mehr so viel. Oktober, November, Dezember sind eigentlich nur 2 Monate. Und dann würden wir hier auch ordentlich Geld machen. So ist jedenfalls der Gedanke. Okay. Damit wir von beiden Seiten rankommen im Zweifel. Ja, sind halt schon ganz schön große Paletten im Prinzip. Die Frage ist auch, soll ich die gleich stapeln? Na, so, zack. Soll ich die gleich stapeln? Ja, das ist natürlich mit diesem Anbauteil, mit diesem kleinen Lifter. Die Frage wäre natürlich auch, ob wir das nicht mit dem Stapler machen, den wir ja haben. Ja, erst nochmal ablegen. Den müssen wir schon richtig rein. Okay. Weil die Frage ist ja, kriegen wir da 2 Reihen drauf? Oh ja, das Ganze bewegt. Ha, 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 ha. Es bewegt sich. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir die Dinger auf dem Anhänger stapeln. Uiuiuiuiuiui. So. Okay, wir stoßen an. So, die Box ist wieder mal voll. Aber wie gesagt, es bietet sich natürlich an, dass man sich dann gleich hier um das Zeug kümmert. Ja, komm, ein bisschen ab. Nee, stopp. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Ja, da kriegen wir auf die andere Seite auf jeden Fall auch Palette. Und das heißt, da würden wir circa, ja, 6, 12 Stück draufkriegen, ne? 12. Ja, müssen wir mal schauen. So, wir spurten mal zu ihm hier und werden dann nochmal umsetzen. Yep, so. Ja, wir können die Palette eigentlich auch gleich hier lassen, denn wie gesagt, wir werden das gleich mit dem Teleskoplader hier verladen. So, nochmal ablegen. Dann abladen, dann rausfahren, hochfahren, neu kaufen. Augenblick. Neu kaufen, zack. Und los geht's. Dann wieder hier in die Spur rein. Also mir ist es sowieso schleierhaft, wie das funktionieren soll, wenn man Fruchtzerstörung anhat. Stopp, mein Freund. Was machst du denn? Was hat er denn jetzt gemacht? Hm, vielleicht ein bisschen zu weit links. Rechts. Jetzt hängt er ab. Okay. Ich bin mit deiner Entscheidung nicht ganz so zufrieden. Jetzt fährt er schon wieder. Nee, oder? Was macht er denn? Ja, das ist natürlich so ein Punkt, der mir hier auch schon ein paar Mal aufgefallen ist. Also das scheint mir nicht so zu funktionieren. Alles sehr, sehr ärgerlich. Tja, Freunde. Also ich werde hier versuchen, weiter zu ernten. Ihr seht schon, das Ganze wird eine Herausforderung sein. Jetzt macht das, glaube ich. Schauen wir mal, ob er oben dann auch wendet. Okay.
So, also so sieht es jetzt im Moment auf der Kallebach aus. Wir haben zwei neue Felder gekauft. Da muss ich jetzt Gemüse ernten und dann muss ich gucken, wie ich das Material dann natürlich zwischenzeitlich irgendwo deponiere und verlade bzw. einlagere, weil wir natürlich erst verkaufen können im nächsten Monat. Da bin ich mal gespannt. Also Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein von der Kallenbach. Wir sind in der Gemüseernte und wir sehen uns demnächst, denke ich, wenn wir vielleicht schon in den Verkauf gehen. Mal sehen. Also, bis dahin sage ich Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal.